Heute ist Valentinstag. Heute bin ich mutig. Heute lade ich Aberog zu einem Date ein. Ich bin natürlich eine heimliche Verehrerin und lege hier einen Rosenstrauß und einen schönen Brief hin. Ich hoffe, dass Aberog sich freuen wird. Und jetzt gehe ich in die Schule. Nanu, was hat Lilly denn da gemacht? Zeit für einen Streich der Extraklasse. Ich denke mal, das war eine Einladung zu einem Date, weil heute Valentinstag ist. Aber sie hat nicht mit mir gerechnet. Ich tausche die Briefe einfach aus. Ich bin Paul. Guten Morgen, Leute. Heute ist Valentinstag. Heute ist ein richtig schöner Tag, aber ich habe gar keine Zeit, ihn zu genießen. Ich habe schon wieder verschlafen. Ich muss direkt los. Hä? Was ist das denn? Hier ist ja ein Brief. Hier steht, von deinem heimlichen Verehrer. Okay, wer das wohl sein könnte? Ich mach den Brief direkt mal auf. So, hier steht, von deinem heimlichen Verehrer. Lass uns heute um 18 Uhr bei der Eisdiele treffen und ein schönes Date verbringen. Allerdings möchte ich dich nicht so haben, wie du jetzt gerade aussiehst. Ey, was soll das denn? Sehe ich nicht gut aus? Ich möchte, dass du vorher ein Umstyling machst. Ein richtig schönes Umstyling. Am besten holst du dir da Hilfe von einem anderen Jungen. Okay. Erst habe ich mich gefreut, aber ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Naja, ich gehe jetzt erstmal schnell zur Schule, denn ich bin schon wieder viel zu spät dran. So, da ist auch schon die Schule. Ich bin ehrlich gesagt jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich habe heute ein Date. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich hatte noch nie ein Date. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich glaube, Paul hat da ein bisschen mehr Erfahrung. Ich werde Paul einfach mal fragen. Hey Paul, kannst du mir helfen? Ich habe heute ein Date und ich brauche noch ein Umstyling. Oh, hey Aberog. Schön, dich zu sehen. Heute ist so ein schöner Tag. Natürlich kann ich dir helfen. Und du brauchst auch noch ein Umstyling? Kein Problem. Komm mit, lass die Schule schwänzen. Aber Paul, ich kann doch jetzt nicht einfach die Schule schwänzen. Das ist doch verboten. Ach, Aberog, möchtest du, dass dein Date heute gelingt oder nicht? Komm und folg mir. Naja, irgendwie hat Paul auch schon recht, oder? Ich möchte heute bei meinem Date gut aussehen. Und wenn die Einladung möchte, dass ich mir ein Umstyling mache, dann mache ich das auch einfach. Hier bin ich nun endlich. Wir sind jetzt hier in einem Salon. Paul, was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn in einem Schönheitssalon? Ach, Aberog, das ist doch ganz einfach. Wir schminken dich erstmal. Mit Schminke siehst du bestimmt viel besser aus. Ist irgendwas mit meinem Gesicht falsch? Ist irgendwas mit meinem Gesicht nicht in Ordnung, oder was? Doch, Aberog. Aber mit Schminke siehst du noch viel besser aus. Ich habe gehört, ihr wollt heute ein kleines Umstyling machen. Dann komm mit, Aberog. Alles klar. So hundertprozentig überzeugt bin ich da noch nicht. Aber ich setze mich einfach hier mal mit hin. Und ja, ich hoffe, dass es dann gut aussieht. Ach, keine Angst, Aberog. Du wirst gleich richtig gut aussehen. Und fertig. Wie sehe ich denn aus? Oh Mann, das sieht doch total doof aus. Nein, Aberog, das sieht so cool aus. Was meinst du, Paul? Auf jeden Fall. Damit wird dein Date heute ein voller Erfolg. Naja, wenn ihr meint, ich bin da noch nicht so überzeugt. Ach, Aberog, das kriegen wir schon hin. Wir sind ja mit dem Umstyling noch gar nicht fertig. Du musst noch ein bisschen muskulöser werden. Darum komm schnell mit. Wir gehen jetzt schnell ins Fitnessstudio. Danach siehst du noch besser aus. Komm mit. Naja, okay. Wenn Paul meint, ich vertraue ihn einfach mal. Er ist ja so auch immer ganz nett zu mir. Darum laufe ich Paul jetzt einfach hinterher. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Müller. Nanu, wo sind denn Paul und Aberog? Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat Aberog ja heute eine Einladung zu einem Date bekommen. Aber vielleicht will er ja gar nichts mit dem Mädchen zu tun haben. So, Aberog, jetzt machen wir dich mal zum richtigen Mann. Jetzt werden wir deine Muskeln zum Wachsen bringen. Aber Paul, soll ich mich wirklich für ein einziges Date am Valentinstag so stark verändern? Das bin doch gar nicht mehr ich dann. Ich habe mich schon geschminkt, das mache ich sonst nie. Und jetzt soll ich auch noch trainieren, oder was? Na klar, Aberog, für Dates muss man sich immer verändern. Du siehst doch aus wie ein Waschlappen. Los, trainier mal ein bisschen. Komm mit hier. Alles klar, Paul. Wenn du meinst, dass ich so eine Freundin kriegen kann, dann mache ich das. So schwer wird's ja auch nicht sein. So, ich lege mich jetzt einfach mal auf dieses komische Ding hier. Und... Oh, ist das anstrengend. Das ist ja so anstrengend, Paul. Das ist so anstrengend. Okay, nee, aufhören. Weiter geht nicht, Paul. Das kann ich nicht weitermachen. Das ist so anstrengend. Ach, Aberog, ich wusste schon immer, dass du eine Lusche bist. Komm mit zum nächsten Trainingsgerät.
Hey, findet ihr, dass ich aussehe wie eine Lusche? Nee. So, egal. Ich mache das nächste Trainingsgerät. Jetzt setze ich mich hier hin und zack und zack. Oha, das ist ja voll anstrengend. Oh, Paul. Nee, Paul, weiter kann ich nicht machen. Mehr geht nicht, Paul. Mehr geht nicht. Los, nimm mir das Ding ab. Das ist so schwer. Aber auch, ich sag doch, dass du eine Lusche bist. Ich bin keine Lusche. Na gut, du kannst aufhören. Sofort sollten deine Muskeln anfangen zu wachsen. Ich sag's dir in 3, 2, 1, sieh dich an! Boah, Paul, du hast recht! Wie ich aussehe, meine Arme sind viel dicker! Boah, jetzt sehe ich ja richtig breit aus, oder Paul? Jetzt werde ich auf jeden Fall eine Freundin kriegen, oder was meinst du? Ja, aber mit dem Style wird das auf jeden Fall was. Ich wünsche dann gleich viel Glück bei deinem Date in der Eisdiele! Ah, Paul ist heute echt nett. Aber Moment mal, woher weiß er, dass das Date gleich in der Eisdiele stattfinden wird? Das habe ich ihm noch gar nicht gesagt. Naja, vielleicht ist er auch einfach nur so drauf gekommen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zur Eisdiele, denn ich freue mich schon richtig auf mein Date. Ah, das wird so schön. Die ganze Stadt ist schon so schön nach Valentinstag dekoriert, weil heute Valentinstag ist. Das kann einfach nur ein gutes Date werden. Ich hatte ein erfolgreiches Umstyling. Schaut, wie ich aussehe. Jetzt wird die Frau auf jeden Fall nicht Nein sagen können. Das wird auf jeden Fall ein erfolgreiches Date. So, ich warte hier schon mal und dann freue ich mich auf mein erfolgreiches Date. Ich warte schon die ganze Zeit auf Aberog, aber er kommt nicht. Kann das sein, dass er mich gar nicht liebt? Entschuldigen Sie, Sie müssen auch etwas bestellen. Sie können nicht die ganze Zeit sitzen und den Platz reservieren. Denn heute ist Valentinstag. Heute haben wir richtig viel Andrang. Heute wollen ganz viele Liebespaare hier zusammen sitzen. Und dann kann ich so Singles wie Sie, die hier nichts bestellen, nicht gebrauchen. Ist ja schon gut. Ich werde niemals einen Freund finden. Ich hasse Aberog. Oh Mann, ich warte jetzt schon seit 2 Stunden auf mein Date. Ich glaube, ich wurde sitzen gelassen und dabei habe ich doch extra dieses Umstyling gemacht. Ich habe mich geschminkt und ich habe extra trainiert. Und jetzt bin ich hier ganz allein in der Eisdiele. Oh Mann, ey, ich wurde reingelegt. Mein Date hat mich verlassen und das auch noch an Valentinstag. Aber auch, wie doof du bist. Du bist darauf reingefallen. Ich habe dich zu einem Fake-Date eingeladen. Du hast mich zu einem Fake-Date eingeladen? Ja, du hast dich wegen mir geschminkt und du hast wegen mir trainiert. Du siehst jetzt echt komisch aus, Aberog. Ich habe dich nicht nur reingelegt, sondern du siehst jetzt auch noch richtig komisch aus, Aberog. Ach man, Paul, was soll das? Ich habe mich schon so auf mein Date gefreut. Tja, Aberog, mit diesem Prank hast du wohl nicht gerechnet. Hey Mann, ey, ich weiß gar nicht, was Paul daran so lustig findet. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Ich habe mich so auf mein Date gefreut. Und jetzt sehe ich auch noch so aus, weil ich so viel trainiert habe. Oh Mann, ey. Ich gehe jetzt einfach mal nach draußen. Und ja, wahrscheinlich sogar nach Hause, ey. Oh Mann. Oh, hey Lilly, was ist mit dir denn los? Ach, aber auch, du weißt ganz genau, was mit mir los ist. Heute ist Valentinstag und du bist schuld, dass ich kein Date hatte. Du bist schuld. Hä, Lilly, warum bin ich schuld? Ich hatte heute selber kein Date. Ich wurde sitzen gelassen. Warum maulst du mich so an? Ich hab dich überhaupt nicht sitzen gelassen. Du hast mich sitzen gelassen. Ich hab die ganze Zeit im Café auf dich gewartet. Und wie siehst du überhaupt aus? Was ist mit dir passiert? Hey Lilly, was meinst du, was ist mit mir passiert? Ich hatte eine Einladung von einer heimlichen Verehrerin. Dann sollte ich mich hier hinsetzen in der Eisdiele, aber sollte vorher noch ein Umstyling machen. Darum sehe ich jetzt so aus, wie ich aussehe. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass Paul einfach einen Brief vor meine Tür gelegt hat und mich verarscht hat. Der hat mich reingelegt. Das war Paul. Der wollte mich nur veräppeln. Und ich habe mich schon so doll auf ein Date gefreut. Ha, das war wieder Paul. Ich hatte dich nämlich auch zu einem Date eingeladen. Da hat Paul den Zettel wohl weggeschmissen und seinen einen dahin gelegt. Das kann ja wieder nur Paul gewesen sein. Oh, Lilly, das tut mir leid. Aber wir können uns jetzt noch einen schönen Tag machen, oder nicht? Lass uns doch jetzt auf ein Date gehen. Ja, das stimmt, Aberog. Lass uns Valentinstag nicht von Paul vermiesen. Genau, das ist die Lilly, die ich hören möchte. So, Lilly, ich lade dich jetzt auf ein leckeres Kaugummi-Eis ein.
Ach, Lilly, das war doch ein schönes Date, oder nicht? Mir hat's richtig viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich mein erstes Date mit dir hatte. Ja, aber auch, ich fand das Valentinstag-Date auch richtig toll. Tja, Leute, Paul hat uns wieder richtig reingelegt, aber Lilly und ich haben den Braten zumindest am Ende gerochen und hatten trotzdem noch ein schönes Valentinstag-Date. Ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Valentinstag habt. Schaut euch das Video auf der rechten Seite an. Bis zum nächsten Mal und ciao.